Hallo Freunde, diese kleine hölzerne Vase war ursprünglich ganz anders gedacht gewesen. Warum mein Plan nicht geklappt hat und was ich verändert habe, dass sie dann im Endeffekt so aussieht, das seht ihr in den nächsten paar Minuten. Und für all diejenigen, die neu bei mir sind, wenn ihr Spaß habt, mir über die Schulter zu schauen, wie ich hier so bastel, dann könnt ihr mich natürlich auch gerne abonnieren, dann verpasst ihr auch nichts Neues. Und während ich jetzt erstmal in den Garten gehe und noch ein Blümchen für meine Vase klaue, könnt ihr euch diesen Film angucken. Und dafür wünsche ich euch viel Spaß. Nun schaut euch mal dieses wunderschöne Stück Pflaumenbaumholz an, was ich dort habe. Eine wunderschöne Maserung. Die Stärke von dem Holz ist so circa 45 mm. Das ist dann auch schon so ziemlich das Maximum, was mit meiner Säge geht. Ja, und dann habe ich hier den Plan, dass ich eben diese Dreiecke aussäge und dass ich das dann übereinander stapeln kann als Pyramide. Nun muss natürlich erstmal wieder das kleine Zeichenblatt auf das Holz gebracht werden. Dafür benutze ich wieder mein Klebeband, ganz normalen Papierkleber und natürlich wieder durchsichtiges Klebeband drumherum, dass nicht nur das Blatt noch ein bisschen mehr befestigt an dem Holz, sondern eben auch als Schmierung für meine kleine Säge dient. Als erstes mache ich jetzt aber die Bohrung für mein Reagenzglas, denn wenn ich das dann erstmal ausgesägt habe, dann wird es halt noch komplizierter, diese Bohrung zu setzen. Ja, und ich befestige mir immer gerne mal irgendwie so eine kleinen Stücken Holz, damit sie nicht wegreißen, damit einfach ein bisschen mehr Sicherheit da ist, wenn man so eine große Bohrung durchführt. Zunächst einmal messe ich mir jetzt die Abstände von den kleinen Dreiecken aus, um sozusagen die Schräge zu ermitteln zwischen diesen Dreiecken, weil ich das Ganze schräg sägen will. Und da brauche ich natürlich eine Art Leere, um meine Säge oder wie hier auch die Bohrmaschine so einzurichten, dass ich die Vorbohrung für die Innenausschnitte in der richtigen Gradzahl habe. Dann wird dementsprechend auch die Säge eingerichtet. Das macht sich ja mit meiner Pegas recht einfach. Und dann legen wir auch schon los mit den ersten Innenausschnitten. Also das ist schon ein ganz schönes Paket, was ich hier versuche zu sägen. Diese 45er Materialstärke hat sich natürlich noch vergrößert durch die Schräge, die ich jetzt säge, und dadurch ist es schon ganz schön schwer, das Ganze. Ja, und jetzt fallen mir auch schon die ersten Sachen auf, die so nicht nach dem Plan von mir gelaufen sind. Also zum Beispiel, wenn man jetzt eine Schräge sägt und eine Ecke oben hat, dann ist es eben unten eine Rundung. Und wenn ihr Spaß dabei habt, mir über die Schulter zu schauen, dann vergesst nicht, mich zu abonnieren. Zunächst einmal halte ich an meinem Plan aber fest. Man kann ja diese Ecken auch ein bisschen noch nachschleifen und mache weiter, bis mir das nächste Problem auffällt, woran ich überhaupt nicht gedacht habe. Und zwar habe ich einfach
nicht bedacht mit der Schräge, dass ich da in zu sehr an den Rand herankomme von meinem Holzstück und da sind so viele Risse drin, dass ich das dritte Stück überhaupt nicht sägen kann. Und jetzt geht's darum, wie nun weiter. Nach ein paar Minuten Nachdenken habe ich mir überlegt, ich mache jetzt aus verschiedenen Holzarten weiter. Ich habe hier noch so einen Holzrest von einem Weihnachtsstern und da habe ich mir einfach die unterste Kante abgemalt und jetzt lege ich einfach weiter. Natürlich mit meiner Schräge, die habe ich natürlich behalten. Damit meine Pyramide auch die richtige Höhe bekommt, brauche ich jetzt noch einen Holzrest. Und das ist Douglasie. Und auch da habe ich mir wieder die unterste Kante abgemalt und jetzt wird es ausgesägt. Letzt habe ich mir jetzt noch überlegt, dass ich auch die beiden oberen Teile voneinander trenne, indem ich eine kleine dünne Holzscheibe dazwischen setze. Diese zuletzt gesägten Teile muss ich jetzt natürlich noch mit einer Bohrung versehen für mein Reagenzglas. Bei dem untersten Teil benutze ich einen Forstnerbohrer, weil diese Bohrung nicht durchgehen soll, denn das Reagenzglas soll ja dann sozusagen von diesem Teil aufgehalten werden, damit es nicht durchrutscht. Dann werden alle Teile miteinander verklebt. Dafür benutze ich ganz normalen, handelsüblichen Holzleim. Und dann werden die Teile übereinander gesetzt. Probiert vorher mal aus, denn wenn ihr nicht ganz hundertprozentig alles gleich gesägt habt, dann müsst ihr natürlich die Seiten so drehen, dass sie zueinander passen. Um die Teile zum Trocknen jetzt richtig schön zusammenzupressen, setze ich jetzt noch eine Zwinge an. Nachdem das ganz getrocknet ist, kann man sich das Ganze ja mal ein bisschen angucken. Also sonderlich schön sieht es jetzt noch nicht aus. Mal schauen, ob das Reagenzglas reinpasst, das ist auch ganz wichtig. Ja, das funktioniert. Und jetzt geht's zum Schleifen. Ganz wichtig bei dem Holzschleifen ist, dass man eine Staubmaske benutzt, wenigstens so eine ganz einfache, dass man sich ein bisschen vor dem Holzstaub schützen kann, denn der kann ganz schön gesundheitsgefährdend sein. Ja, und dann lege ich los. Das wird ganz schön lange dauern, diese Holzschleifarbeiten. Das muss ich euch jetzt nicht alles detailliert zeigen. Ihr müsst nur einfach wissen, mit viel Geduld und Spucke nähert man sich dem Ziel dann so ganz langsam. Wenn die groben Schleifarbeiten erledigt sind, kommt man zu den feineren Schleifarbeiten. Die sind dann meistens mit der Hand auszuführen. Und da kann ich euch nur sagen, vom Groben ins Feine immer feineres Schleifpapier benutzen, dass die Oberfläche richtig schön glatt wird.
denen von euch, die schon öfters mal Filme von mir geschaut haben, die wissen ganz genau, dass das Einölen für mich das Schönste eigentlich ist, was zum Abschluss des Werkstücks rankommt. Weil dann kommt so richtig schön die Maserung vom Holz raus. Und wenn man es so wie ich hier nach dem Trocknen noch ein zweites Mal gemacht hat, dann sieht das einfach klasse aus, wenn man so ein Hartöl benutzt. Versiegelt man ja auch die Oberfläche und es sieht einfach klasse aus. Ja, meine Freunde, ich hoffe, ihr hattet Spaß daran, mir zuzuschauen, wie ich diese kleine hölzerne Vase dann im Endeffekt gebastelt habe. Und ich wollte euch das auch nicht vorenthalten, dass auch wenn mal ein Plan schief geht, man sich einfach nicht unterkriegen lässt, einfach mal ein paar Minuten drüber nachdenken. Vielleicht kann man sich ja was anderes einfallen lassen, wie man das Ganze retten kann. Und ich glaube, vielleicht gefällt es mir sogar besser als mein ursprünglicher Plan, das weiß ich nicht. Aber im Endeffekt ist es so, dass es mir wieder sehr viel Spaß gemacht hat. Und wenn ihr genauso viel Spaß dabei hattet, dann könnt ihr mich natürlich auch gerne abonnieren. Dann verpasst ihr auch nichts Neues auf meinem Kanal. Und ansonsten wünsche ich euch natürlich wieder alles, alles Gute. Euer Andi aus der Holzküste. Tschüss, tschüss.